Ja, hallo, da bin ich mal wieder nach sehr langer Zeit. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid gut ins neue Jahr rübergekommen. Ja, habt diese Feiertage hoffentlich narzisstenfrei verbringen dürfen oder konntet sie gut handeln. Ja, das neue Thema soll eigentlich darum gehen, worüber Narzissten niemals hinwegkommen. Und manchmal tut es ja auch ganz gut, über solche Dinge mal nachzudenken. Und deshalb möchte ich euch das, was ich hier mal für uns zusammengetragen habe, euch auch wissen lassen. Okay, dann will ich mal gleich losstarten. Worunter leiden Narzissten? Ihr wisst, Narzissten sind Kontrolettis. Narzissten leiden extrem unter Paranoia. Warum? Naja, wer so viele Brücken hinter sich abgebrannt hat und es sich mit so vielen Menschen im Leben verscherzt hat, der hat natürlich auch immer die Sorge, dass irgendetwas, was da mal war, vielleicht doch ans Licht kommt. Und wie wir auch wissen, Narzissten haben oder reißen ja in ihrem Leben ziemlich krumme und schräge Dinge. Also, das ist ja nicht nur einfach mal zu lügen, dass sie betrogen haben. Nein, ihre Lügen gehen weiter. Sie lügen die Kinder an. Sie lügen alle an. Irgendwann ist natürlich die Gefahr riesengroß, dass, wie das Sprichwort ja auch sagt, man läuft sich immer zweimal über den Weg, dass es sie einholen könnte. Deshalb bauen sie auch immer schon vor, ihr ganzes Leben lang ihre Brücken sozusagen so abzureißen, dass sie sie nicht wieder einholen können. Ihre Schatten der Vergangenheit, will ich es mal ein bisschen polemisch benennen. Aber es ist tatsächlich so, sie leiden extrem unter Paranoia. Und was ja auch noch dazu kommt, sie haben ja auch diese Schmierenkampagne gegen ganz viele Menschen in ihrem Leben schon vom Zaun gebrochen. Auch diese Menschen sind natürlich nicht gut auf sie zu sprechen. Und so groß ist die Welt nicht, dass man ihnen nicht doch wieder über den Weg laufen könnte. Deshalb gucken sie immer wieder mal nach dir, um sich sicher zu sein, dass du ihnen nicht auf die Füße treten könntest. Dann, was Narzissten auch überhaupt nicht leiden können, ist, wenn man sie beschämt. Wer mag das schon? Und wen will man beschämen? Doch bei Narzissten ist das ja ein bisschen anders, weil die sind ja beschämt über Dinge, über die wir wahrscheinlich gar nicht nachdenken, dass es beschämend ist. Weil die haben ja ein riesen Ego. Sie sind ja, wie wir wissen, die Schlausten, die Besten, die Freundlichsten, die Menschlichsten. Sie haben ja die Überflieger, Normative sozusagen alle im Griff. Sie sind die Helden vom Feld, sage ich jetzt mal. Ich habe da jetzt auch schon mal ein Video gemacht. Aber das mögen Narzissten gar nicht. Und darüber kommen sie auch nicht hinweg. Und wenn du sozusagen mal diejenige bist, die auch sozusagen bleibend diese Leute beschämt hast, also sie offengelegt hast, dass sie vielleicht doch nicht so gut sind, ihre Ideen nicht so toll sind, das, was sie anderen Leuten davor gegaukelt haben, sich in nichts weiter als Staub und Asche aufgelöst hat, das werden sie dir nie vergessen. Also auch Vorsicht, was du mit Narzissten machst, weil ich habe es hier und da ja auch schon mal erwähnt, sie sind ja nicht unbedingt nur blöd. Aber sie sind so egoistisch und können ja auch Fehler nicht eingestehen, sodass es natürlich auch in viel größeren Rahmen viel größere Auswirkungen haben kann, die Fehler, die sie gemacht haben. Das kann viele Arbeitsplätze kosten und so weiter und so fort. Wenn du ihnen das aufs Brot schmierst und dann auch, dass andere Leute noch begreifen, fühlen sie sich beschämt, obwohl das natürlich ein reales Thema ist. Aber das werden sie niemals vergessen und darüber kommen sie auch niemals hinweg.
Das nächste Thema ist, und das schließt eigentlich schon ans nächste an, wenn du sie durchschaut hast. Jetzt fragt man sich, ja, warum interessiert denn das, wenn ich diese Person oder sie durchschaut habe? Das ist ziemlich einfach. Denn wenn du sie durchschaut hast, haben sie dich nämlich nicht mehr unter Kontrolle. Und wie wir wissen, ist die Kontrolle eines der wichtigsten Instrumente der Narzissten. Das heißt, wenn du sie durchschaut hast, ist ihnen natürlich auch klar, dass sie dich nicht mehr kontrollieren können. Und Unkontrollierbares macht Narzissten fertig. Tja, sie sind eben notorische Kontrollfreaks. Und wenn du sie durchschaut hast, das macht sie regelrecht fertig, weil sie können vor dir erstens nichts mehr verstecken und zweitens lässt du dir von denen auch nichts mehr sagen. Was ist der nächste Punkt? Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein und ich finde das irgendwie auch nicht richtig, aber es geht ja darum, worüber sie niemals hinwegkommen. Und das ist ein Thema, was ihr Aussehen betrifft. Und zwar, wenn man, naja, darüber witzelt, dass der Lack sozusagen langsam ab ist. Denn ihr müsst ja wissen, die Narzissten, ob das ist eigentlich auch egal, wie man aussieht, sage ich jetzt mal. Also manche Menschen gefallen sich, manche Menschen gefallen sich nicht so gut. Und naja, für jeden Topf gibt es quasi einen Deckel, was ja auch irgendwie schön ist. Und so hat ja jeder unterschiedliche Geschmäcker. Aber Narzissten denken natürlich, sie sind die Highflyer und die schönsten Menschen auf diesem Planeten. Natürlich lässt das aber im Laufe des Lebens so ein bisschen nach. Das heißt, wenn du jetzt sagst, naja, früher warst du aber auch schneller beim 100-Meter-Lauf oder beim Wandern oder so, oder ich musste heute ziemlich lange und oft auf dich warten, als wir gewandert sind, oder ach, das hast du noch nicht fertig, das hast du früher doch an einem halben Tag umgegraben, den Garten oder irgendwie so. Mal so ein Beispiel. Das hassen sie. Das werden sie dir nie vergessen. Und das kann man jetzt natürlich, da wisst ihr wahrscheinlich aus dem Job, ich sage jetzt das lieber nicht, weil ich ja auch noch berufstätig bin. Aber wenn man dann merkt, okay, so richtig passt das alles nicht mehr und die kommen mit vielen Themen auch einfach nicht mehr so richtig klar. Das betrifft uns ja auch und wir wissen das auch. Und es ist aber kein Problem, weil wir wissen ja gut, wir sind jetzt halt ein bisschen älter geworden und der Lack ist so ein bisschen ab. Das gehört zum Leben dazu, macht uns quasi nichts aus. Wäre schöner, wenn man ein bisschen jünger bleiben würde oder länger jung bleiben würde, aber bei Narzissten ist das ein Riesenproblem und darüber kommen sie nicht so richtig hinweg. Und darum wirst du relativ schnell auch merken, gerade bei alternden Narzissten, dass wenn du dich über ihren Lack so ein bisschen lustig machst oder Scherze darüber machst, das kann ein böses Echo geben. Ich möchte dabei aber trotzdem noch ein bisschen ernster bleiben, weil wenn ihr euch an Narzissten erinnert, mit denen ihr zu tun hattet oder auch in der Familie oder als Partner, was war da? Das haben die am laufenden Band gemacht. Das machen sie immer noch. Obwohl es ihnen, wo man sagt, na, dass diese Person sich darüber lustig macht, seltsam. Ja. Der nächste Punkt ist, sie finden keine Supplies mehr. Der Zug ist abgefahren. Das ist ja auch gerade bei alternden Narzissten so ein Thema, weil, naja, sie können eben, wie ich es eben schon gesagt habe, der Lack ist so ein bisschen ab und sie kriegen es halt nicht mehr so richtig auf die Reihe. Und das heißt, sie können natürlich durch ihre Körperlichkeit und ihre Agilität und bla bla bla, alles, was so zur Jugendlichkeit gehört, eben nicht mehr so gespielt, weil es klappt nicht, der Körper macht nicht mehr mit. Doch in Würde altern für einen Narzissten ist der größte Horror, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und daher können sie sich natürlich auch nicht mehr an die jungen Hühner, sage ich mal, so richtig ranmachen. Sie müssen damit nämlich auch die Latte, die sie an die Supplies legen, niedriger legen.
Das bedeutet, dass sie sich dann Leute aussuchen, an denen sie überhaupt nicht interessiert sind. Oder, sagen wir es mal so, aussuchen müssen. Naja, das ganze Spiel wird natürlich für sie völlig nach hinten losgehen und sie werden natürlich noch viel, viel, viel schneller sozusagen aus dieser Beziehung wieder rausgehen wollen, weil die Latte eben so niedrig gelegt ist, dass sie nicht annähernd das liefern können, was sie brauchen, was sie wollen. Darüber kommen die nie hinweg. Sie kommen an die Leute, die sie sich früher oder ihr Beuteschema, sage ich das jetzt mal, nicht mehr ran. Ja, was wäre ein Punkt habe ich noch? Das hängt jetzt auch noch mal so ein bisschen mit den Supplies zusammen. Und zwar geht es darum, dass sie auch irgendwann begreifen, dass sie sozusagen nicht mehr so richtig punkten können in ihrem Umfeld. Also sie kriegen dieses Lügengerüst, diese Schauspielerei nicht mehr so richtig hin. Das hängt auch damit zusammen, dass sie eben älter geworden sind. Also gerade dieses Altern, ihr merkt, naja, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter und dann hat man das natürlich auch so ein bisschen vor Augen. Kriegen die das nicht mehr so richtig hin, diese Menschen um sich rum zu überzeugen? Und ich glaube, also das ist sogar ein Fakt, das gibt eine Studie aus dem Jahr 2015 und da haben die festgestellt, dass Menschen mit narzisstischen oder stark narzisstischen Verhaltensweisen mit 43% stärker dazu neigen, dement zu werden. Ich kann es, Entschuldigung, aber ich glaube, die haben so viel in ihrem Leben gelogen. Entschuldigung, dass ich werde auch rot, weil ich will mich darüber nicht lustig machen, weil das ist eigentlich was sehr Trauriges. Aber die haben so viel in ihrem Leben gelogen, dass praktisch die Gehirnbahnen wahrscheinlich so durcheinander geraten sind, dass sie diese ganzen Synapsen da, diese ganzen Verknüpfungen nicht mehr auf die Reihe kriegen. So. Und darunter leiden die natürlich auch extrem. Und das heißt, sie können natürlich dann durch ihre Persönlichkeit, weil das kriegt der Kasten nicht mehr hin, kriegen die es nicht mehr hin, ihre Opfer sozusagen so anzusteuern, wie sie es brauchen und wie sie es gerne hätten. Und ich weiß, das war jetzt unfair. Es war unfair, dass ich gelacht habe. Und ich bin normalerweise auch gar nicht so. Bloß, wisst ihr, es ist ja bei mir auch nur schon ein bisschen her, dass ich damit zu tun hatte. Also, ich habe jeden Tag mit diesen Leuten zu tun, wir alle wahrscheinlich, aber nicht so nahe. Und desto stärker man davon wegkommt, und desto mehr man darüber weiß und desto schneller man sie erkennt, desto besser geht es einem im Leben. Und dann stößt ein so ein Verhalten eigentlich nur noch ab. Und ja, Narzissten sind sarkastisch. Und ich war es eben auch. Und es ist normalerweise nicht meine Art. Doch wenn ich mir überlege, was diese Menschen angerichtet haben in ihrem Leben, was sie anderen Menschen angetan haben, fehlt mir ehrlich gesagt, und das habe ich auch in einem anderen Video schon mal gesagt, so ein bisschen das Mitgefühl. Ich kriege das nicht mehr hin. Ich schaffe das nicht. Weil sie haben so vielen Menschen in ihrem Leben auf die Füße getreten, sie betrogen, sie belogen, sie ausgebeutet, sie psychisch ruiniert, dass sie Jahre daran zu knabbern hatten, diese Menschen. Und vielleicht sogar im gesellschaftlichen Kontext so viel Schaden angerichtet, der ohne diese Menschen nie entstanden wäre. Nie. Sie geben ja Fehler nicht zu. Und sie wollen ja immer gewinnen. Immer. Immer wollen sie gewinnen. Und das ist jetzt der letzte Punkt im Leben des Narzissten. Sie sind nämlich an dem Punkt, dass sie es nicht mehr schaffen zu gewinnen. Und ich muss wirklich sagen, es ist schade, dass das nicht schon früher passiert ist, dass sie nicht mehr gewinnen können.
Und ich hoffe wirklich sehr, dass sich das ändert. Es wird immer Narzissten geben. Nur die Frage ist, was Narzissten in Zukunft noch erreichen können. Denn es wird immer öffentlicher, dieses Thema. Narzisst hier, Narzisst da. Doch es gibt mehr, als man denkt. Und nicht alle sind Vollnarzissten. Aber vielleicht ist es ja auch schon gut, wenn narzisstisches Verhalten überhaupt nicht mehr akzeptiert wird, dass es nicht okay ist. Und ich rede hier nicht vom Gutmenschentum. Das ist nicht der Punkt. Sondern es geht darum, sich in der Gesamtheit des Lebens vernünftig zu verhalten und nicht rücksichtslos auf Köpfen anderer Menschen nach oben zu trampeln und dann die Früchte der anderen allein zu fressen. Und das hat man nicht mal im Kindergarten gemacht. Und die Kinder, die das gemacht haben, die waren irgendwann allein auf dem Spielplatz. Und ich hoffe, dass das irgendwann passiert. Ja, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Macht's gut, bis die Tage, bis bald und einen guten Start ins neue Jahr. Lasst euch das nicht gefallen. Denkt dran, ihr seid nicht schuld, dass ihr psychisch misshandelt wurdet. Es ist nicht euer Thema, sondern kümmert euch um euch. Und um Gottes Willen, lasst euch nicht wieder hubern. Okay, tschüss.